Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Champions League geht ins Viertelfinale. Hier haben wir drei Partien. Morgen kommt der FC Bayern München dann nochmal im Einzelspiel. Ansonsten jetzt viel Spaß, danke euch fürs Reinschalten. Los geht's mit der ersten Partie: Atalanta Bergamo gegen Paris. So hieß es im ersten Viertelfinale: Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain. Beide Mannschaften setzen sich bereits vor der Corona-Pause durch gegen ihre Kontrahenten und PSG hier von Beginn an der Favoritenrolle gerecht. Sportiello heute im Kasten, weil sich Golini im letzten Saisonspiel gegen Inter Mailand noch verletzte, musste er heute passen und Neymar Junior mit der ersten Möglichkeit stand hier aber auch im Abseits. Ein Treffer hätte nicht gezählt. Die erste Hälfte dominiert von den Franzosen. Ferrati treibt an und Neymar noch einmal. Wieder Sportiello, ein würdiger Vertreter der Nummer 1, der normalen Nummer 1 bei Atalanta Bergamo. Starke Parade. Dann war auch schon Pause. Paris hätte schon führen können, vielleicht führen müssen, aber Neymar vergab die besten Möglichkeiten. Atalanta konnte sich nach vorne noch nicht wirklich entfalten. Die Mannschaft mit dem besten Angriff der Serie A und das mit Abstand. 98 Tore standen da am Ende, aber hier nach wie vor nach vorne sehr wenig zu sehen. Stattdessen wieder Sportiello im Mittelpunkt. Gegen Sarabia macht er das hier stark. Der hätte gepasst. Es hätte hier lange schon der Treffer fallen müssen, nach menschlichem Ermessen, aber Bergamos Schlussmann machte das nach wie vor nahezu perfekt. 90. Minute. Noch einmal ein Angriff und endlich mal von Atalanta. Der Ball zappelt auch im Netz, aber er findet keine Anerkennung, dieser Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Haarscharf. Aber wohl die Fußspitze im Abseits. Das wäre der Lucky Punch gewesen. Es ging aber stattdessen mit dem 0:0 in die Verlängerung. Rückspiel ja in diesem Modus hier in Portugal nicht mehr dabei. Gosens treibt an. Der deutsche Mittelfeldmann muss es hier aber machen. 97. Spielminute. Eigentlich schon Navas geschlagen, der Kopfball dann an den Querbalken, da ärgert er sich. Atalanta plötzlich mitten im Spiel, über 100 Minuten jetzt mittlerweile von der Uhr. Paris mal wieder nach vorne. Sarabia, Neymar und jetzt war der Ball im Tor. 103. Minute, der Treffer zählte. Und Sportiello das erste Mal an diesem Abend machtlos. Und schon schlägt der Ball ein. Der zweite Durchgang der Verlängerung dann unspektakulär. Aber eine Standardsituation gab es nochmal. Eckball von der rechten Seite und das Zapata. Es fehlen Zentimeter. Bergamo schafft es nicht mehr auszugleichen und somit müssen sie sich aus dem Wettbewerb verabschieden. Sie haben eine richtig gute Champions League Saison gespielt, aber jetzt müssen sie sich Paris Saint-Germain mit 1:0 geschlagen geben. RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Ein weiteres Duell, das bereits seine Mannschaften gefunden hatte vor der Corona-Pause. Sie hatten sich vorzeitig qualifiziert, hatten also noch etwas länger Zeit als die anderen Mannschaften im Wettbewerb. Leipzig legte hier gut los. Leimer legt ab zu Sabitzer. Klar war die Frage, wie würde die Offensive der Roten Bullen funktionieren ohne Timo Werner, aber es klappte ganz gut, wenngleich der erste Abschluss hier nur aus der Distanz stattfand. Viel hat hier nicht gefehlt. Atletico Madrid, ja, die Defensivspezialisten, heute auch wieder sehr defensiv eingestellt, aber richtig gut machten sie das eigentlich nicht, weil Leipzig auch immer wieder Mittel fand,
zur Entfaltung zu kommen. Nkunku und Sabitzer wieder aus der zweiten Reihe. Ja, oftmals waren es diese Schüsse aus der Distanz, die hier für Gefahr sorgten. Aber ein ums andere Mal wurden die auch richtig gefährlich fürs Tor von Oblak. Es ging auffällig viel über die rechte Seite. Klostermann nochmal im Strafraum. Hat die Übersicht. Forsberg. Flachschuss. Haarscharf links unten vorbei. Die Elf von Julian Nagelsmann schaffte es einfach nicht, in Führung zu gehen, den Ball über die Linie zu drücken. Sie hätten schon lange die Tore erzielen können. Gar müssen. Für Atletico Madrid lief alles gut. Zumindest hinten hatten sie noch keinen kassiert, aber nach vorne war nach wie vor nichts zu sehen. Diego Costa, Joao Felix, sie kamen nicht zur Entfaltung. Der zweite Durchgang, dann lange Zeit langweilig. Jetzt aber der Ball abgefälscht vor die Füße von Konrad Leimer. Und in der 72. Minute stand es 1:0 für RB Leipzig. Savic fälscht unglücklich ab, da ist dann Leimer aber auch völlig frei. Jan Oblak ist noch dran, wischt sich den Ball aber ins eigene Tor. 10 Minuten, jetzt das Ganze noch überstehen. Leipzig hielt den Ball vom eigenen Tor fern. Halstenberg und Sabitzer links raus zu Forsberg. Der stand dann aber im Abseits. Ärgerlich, man hätte es noch cleverer und besser ausspielen können. Normalerweise hätte die Partie mittlerweile deutlichst entschieden sein müssen, aber Leipzig ließ nach hinten nicht zu. Atletico Madrid ideenlos, ohne Inspiration und so nochmal die Möglichkeit für Leipzig in der 90. Minute das 2:0 zu erzielen. Jan Oblak noch einmal mit der Parade in der ersten Minute der Nachspielzeit, aber Leimer scheitert hier am Schlussmann der Spanier. So blieb es beim 1:0 ein absolut verdienter Sieg für Leipzig und somit stehen sie erstmals in der Vereinsgeschichte in einem Halbfinale der Champions League. Manchester City hat Real Madrid im Achtelfinale zweimal geschlagen, ist dementsprechend vollkommen verdient im Viertelfinale angelangt. Olympique Lyon aber setzte sich auch gegen Juventus Turin durch. Ein dickes Ausrufezeichen. Das kam in der Anfangsphase nur von den Citizens. Neunte Spielminute, Gündogan aus der Drehung, der sich hier mit einem Linksschuss versucht. Viel hat nicht gefehlt, aber das war dann schon einzusehen, dass der vorbeigeht. Die erste Hälfte aber weitestgehend in der Hand von Manchester City. Rodri, genialer Pass zu Gabriel Jesus. Der läuft perfekt ein und macht in der 21. Spielminute das 1:0. Und Olympique Lyon konnte bis dato überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Nach einer halben Stunde dann ging es mal nach vorne. Und zwar durch die Mitte direkt zum Erfolg. Houssem Aouar in der 31. mit dem Ausgleichstreffer. Ederson kann den Ball nicht mehr erreichen. 1:1 dann zur Pause. Das war schmeichelhaft für Olympique Lyon. Manchester City hätte hier durchaus den ein oder anderen Treffer mehr erzielen können. Aber es nützt nichts, in Spekulation abzurutschen. Man City muss die Tore machen, ansonsten wird es hier eng. Und es geht dann eben sonst auch in die Verlängerung. Jesus zu Gündogan. Knappe Stunde gespielt. City näherte sich wieder an die erneute Führung. Lopez aber kann stark parieren, feiert sich dafür und lässt alles raus. Lyon mit vereinzelten Nadelstichen dann nach vorne. Memphis Depay. Im Zusammenspiel mit Corné. Memphis Depay. 71. Minute, die größte Chance im zweiten Durchgang. Ederson mit einer super Parade, der hätte haargenau gepasst. Und Man City tat sich in der Folge schwer, aber nochmal eine Standardsituation
in der Nachspielzeit. Kevin De Bruyne legt sich den Ball zurecht, tritt ihn in die Mitte und da ist Kyle Walker. Der rechte Verteidiger mit dem Lucky Punch in der dritten Minute der Nachspielzeit. Lopez steht etwas zu weit vor seinem Tor und kommt nicht mehr ran. Manchester City setzt sich verdient durch gegen Olympique Lyon, gewinnt mit 2:1 und ist damit der nächste Halbfinalist. Jo, das soll es dann auch wieder gewesen sein mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, morgen geht es dann weiter mit Bayern. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und adios.